Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute mal wieder was komplett anderes, aber wirklich mal was komplett anderes. Heute geht es um Städteraten, aber nicht einfach bloß so, wie man es vielleicht aus dem Erdkundeunterricht noch kennt, wo irgendwelche Bilder gezeigt werden und soll man hinterher sagen, naja, das ist jetzt die und die Stadt. Nein, dieses Mal geht es nicht um wirkliche Städte, also die Städte gibt es natürlich wirklich, aber die Fotos, die ich gleich zeigen werde, die sind alle mit einer KI generiert worden, mit einem neuronalen Netzwerk, in diesem Fall mit Stable Diffusion 1.4. Guckt einfach mal, was dabei rausgekommen ist. Ja, ich habe mal ein bisschen rumgespielt. Dazu wird es auch noch mal ein weiteres Video geben, wie ihr selbst Stable Diffusion und andere neuronale Netzwerke bei euch lokal laufen lassen könnt. Ihr braucht allerdings eine halbwegs aktuelle Grafikkarte von Nvidia dafür, damit das schnell genug geht. Wie das Ganze funktioniert und sowas kommt irgendwann später mal in einem Video. Aber jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen, die bei mir beim Rumspielen mit rausgekommen sind. Ich habe mir erstmal angeguckt, Hauptstädte der Welt. Da unten gibt es auch den Wikipedia-Artikel. Da gibt es, ja, also da steht halt drin, wie die Hauptstadt in welchem Land auf Englisch heißt. Wichtig bei diesen neuronalen Netzwerken ist, dass man Begriffe auf Englisch wählt. Die meisten sind halt so gebaut. Also ich kenne jetzt keins, was jetzt aus einer deutschen Texteingabe Bilder generieren würde. Von daher ist es immer auf Englisch und von daher brauchen wir auch die englischen Namen für die Städte. Dann habe ich jeweils 12 Bilder generieren lassen mit so einer Anfrage wie Photos of a City Trip in und dann kommt der Name der jeweiligen Stadt. Und die Bilder sind jeweils hier 512 mal 512 Pixel groß. Und als Oberfläche habe ich Stable Diffusion UI genommen. Das wurde in der Zwischenzeit nochmal umbenannt zu, muss ich gerade mal gucken, Easy Diffusion heißt das Ganze jetzt, aber der Link geht wohl immer noch. Kann natürlich sein, dass sich das jetzt ändern wird, nachdem das Video gedreht ist und so weiter. Und dieses neuronale Netzwerk, was aus Texten Bilder generiert, das ist dieses Stable Diffusion 1.4. Das kommt standardmäßig bei diesem Stable Diffusion UI bzw. Easy Diffusion, wie es jetzt heißt, mit. Da braucht ihr nichts weiter zu installieren. Es gibt heutzutage deutlich bessere Netze. Da hat sich innerhalb der letzten Monate sehr, sehr viel getan. Also es gibt wirklich faszinierende Modelle, Netze, die tolle Grafiken generieren und es gibt auch Spezialisten für dieses, jenes und welches. Also es gibt welche, die sind optimiert auf Sci-Fi-Umgebungen oder welche, die, das Abgefahrenste, was ich irgendwie gefunden habe, war eins, was Mikroskopaufnahmen generiert, also sowas wie Pantoffeltierchen oder so, fand ich total abstrakt. Dann natürlich Manga-Bereich und alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Da gibt es spezialisierte Netze für und es gibt auch sehr generelle Netze. Das kommt auch alles irgendwann mal später. Aber jetzt soll es darum gehen, um die 10 Städte, die ich jetzt mal generiert habe und die 12 Bilder dazu. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen aufbereitet, so ein kleines Quiz für euch. Also es gibt 10 Städte, ihr wisst schon, 10 Städte mit jeweils 12 Bildern. Und dann gibt es noch so ein Poster, wo ich das zusammengestellt habe. Also so eine Übersicht nochmal von diesen 12 Bildern. Die gibt es denn damit. Dann habt ihr eine kurze Zeit, um zu überlegen, was für eine Stadt es wirklich sein könnte. Und dann pro richtig geratener Stadt bekommt ihr einen Punkt. Und natürlich nicht schummeln. Und wenn ihr mit eurem Punktestand angeben wollt, könnt ihr den natürlich auch in den Kommentar unter dem Video schreiben. Aber bitte nicht schummeln, sonst wäre das irgendwie total witzlos. Und dann habe ich als kleiner Bonus dazu, wenn ihr das Video mindestens 500 Mal aufruft,
Dann bereite ich eine weitere Runde mit weiteren 10 Städten vor. Einfach mal gucken, wie dieses Format hier ankommt. Vielleicht ist das witzig, vielleicht findet ihr es total blöd. Ich habe schon ein paar ja, weitere Städte generieren lassen. Also so ein System ist ja auch irgendwie genügsam. Das läuft dann auch mal einige Stunden durch, wenn man es denn schon vorher gefüttert hat mit Begriffen. Muss man nicht mehr viel für tun, aber ich muss das natürlich aufbereiten. Und das Aufbereiten für so eine Folge würde ich nur machen, wenn euch das wirklich interessiert. Also 500 Videoaufrufe will ich dafür sehen, damit ich noch mal so eine weitere Folge mache.
Ja, das war's denn auch für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und vielleicht habt ihr ganz gut geraten. Einige Sachen, finde ich, sind sehr offensichtlich. Bei anderen sind es doch eher schwierigere Bilder, die da rauskommen, wo ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, wie die zustande kommen und oder ich kenne die Städte auch nicht gut genug. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick, was mit KI, mit neuronalen Netzwerken im Moment im Heimbereich möglich ist. In der nächsten Zeit wird es noch ein paar andere Sachen von mir dazu geben, was es noch für faszinierende weitere Dinge gibt. Ich bin auch gebucht für einen Vortrag, einen Vor-Ort-Vortrag für einen Kunden, wo es so einen Rundumschlag zum Thema künstliche Intelligenz geben wird. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann.